Einerseits haben wir die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen durch die EZB. Andererseits haben wir jedoch die sich weiterhin zuspitzende Ukraine-Krise. Die große Frage, die sich viele Anleger derzeit stellen, wer gewinnt die Oberhand letztendlich, Putin oder Draghi? Genau diese Frage wollen wir heute klären mit Wolfgang Köbler von der KSW Vermögensverwaltung. Herr Köbler, beginnen wir mit der EZB. Die Aussichten auf ein mögliches europäisches QE-Programm im Euroraum haben den DAX zu Wochenbeginn beflügelt. Wie weit tragen denn diese Flügel aus Ihrer Sicht? Ja, um die Frage zu beantworten, die Flügel dürften uns noch relativ weit tragen. Und man muss unbedingt dabei die Verlautbarungen, die die Notenbank von sich gibt, immer mit zwei ganz offenen Ohren verfolgen. Anlässlich der Pressekonferenz in Jackson Hole, die alle Notenbankpräsidenten zusammenführt, hat der Draghi zwei ganz bedeutende Aussagen getroffen. Zum einen fordert er die europäischen Politiker auf, dringend konjunkturfördernde Maßnahmen, Konjunkturprogramme aufzulegen. Zum einen sich mehr zu verschulden, zum anderen Infrastrukturmaßnahmen und solche Dinge mehr vorzunehmen. Das wird definitiv auch in Form einer höheren Verschuldung niemals mit Deutschland passieren. Was will Draghi? Er will sich letztendlich einen Freifahrtschein holen, um damit sein Quantitative Easing in voller Blüte entfalten zu können. Zum anderen heute Morgen Inflationszahlen. Die Inflationszahlen lagen jetzt ja bei 0,3% und die Angst vor einer Deflationsspirale beherrscht die Notenbank. Von daher wird Quantitative Easing die Märkte weiter beflügeln. Neben der EZB schwebt weiterhin die Ukraine-Krise, wenn man so will, als Damoklesschwert über den Märkten. Wie viel Crashpotenzial hat denn diese Ukraine-Krise? Ja, die Ukraine-Krise, so hat man es ja heute vor 14 Tagen gesehen, wo der DAX innerhalb weniger Minuten um 250 Punkte nach unten gegangen ist. Sie erinnern sich, der Konvoi, der dann angeblich angegriffen worden wäre. Also die Dinge sieht man, dass die Märkte massiv beeinflussen können. Also es kann natürlich zu massiven Kursverwerfungen kommen. Aber letztendlich glaube ich im Moment, dass durch die Zurückhaltung der Amerikaner und durch die Tatsache, dass die europäischen Politiker mit Putin reden, es letztendlich doch nicht zu einer extremen kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine kommen wird. Nun ist es derzeit am Markt für viele Anleger nicht ganz einfach. Wir haben das Spannungsfeld EZB, Ukraine, das Spannungsfeld Putin gegen Draghi. Was ist denn Ihr Rat derzeit an die Privatanleger? Derzeit erstmal abwarten? Ja, der Rat an die Privatanleger ist auf Sicht. Wird Quantitative Easing, wie ich eingangs sagte, die Märkte beflügeln. Das ist definitiv der Fall. Nur im Moment ist es ratsam, den Live-Ticker genau zu beobachten. Was passiert geopolitisch? Die Märkte befinden sich in einem Spannungsfeld. Geopolitik und Geldpolitik, also Draghi Call und Putin Put, wenn man das so sagen kann. Und von daher sollten Anleger sehr genau darauf achten, welche Ausschläge die Märkte machen. Wenn wir den DAX ansehen, der hat die 200-Tage-Linie gerissen, die läuft etwa bei 9.516 Punkte. Wird die wieder nachhaltig überschritten, dann dürfte erstmal Ruhe eingekehrt sein. Geht's nach unten, sind Unterstützungen auch da bei 8.900. Und wir von der KSW Vermögensverwaltung in Nürnberg sehen eigentlich Kurse unter 9.000 als Kaufkurse. Wolfgang Köbler von der KSW Vermögensverwaltung. Vielen Dank für das Gespräch.